Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Nathan Swift zu einer neuen Folge. Neuen Part Trackmania Turbo. Wir spielen heute online. Und ich möchte noch zusagen, es kam jetzt am Wochenende kein Video, da ich zu Hause war. Weshalb ich nichts aufnehmen konnte. Ich will versuchen in diesem Part mal ein bisschen Hintergrundmusik einzufügen. Und ja, mal schauen, was das wird. Ich werde dann sagen, wenn es nicht klappt, ich werde dann gucken. Ich werde dann noch im Vorhinein sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, und zum Online-Modus. Er ist anders als der normale Modus, vor allem im Canyon. Denn das Auto lässt sich driften. Sehr viel, nicht driften, sondern ist sehr schnell. Er lässt sich gut in alle Richtungen drehen, wenn ein Flug. Wie ihr jetzt sehen könnt. Und dadurch sollte man eigentlich da drauf landen. Naja. Das sollte man eigentlich. Also man kann sich im Canyon besser drehen. Da ich das, die anderen noch nie ausgetestet habe, kann ich den anderen auch nicht sagen, wie das da ist. Ich weiß nicht, dass man halt hier das Auto bewegt, dass hier das Auto beweglicher ist. Ja. Möchte ich noch sagen, möchte Hintergrundmusik einfügen von Fire Emblem, wenn ich es so schaffe. Damit wir auch Fire Emblem noch ein bisschen auf meinem Kanal haben, weil da kann ich mit leider nichts aufnehmen. Deswegen das war das kleine Ausgleich. Was es wird. Ich versuche mal was anderes zu nehmen, aus Hex zum Beispiel, Musik, damit ihr schon mal ein bisschen vorbereitet auf Hex seid, wenn man Hex wiederkommt, welche Musik da schon mal sein könnte. Ja, ich werde noch eine Runde hier nachfahren, denn ich habe gerade ein paar Aufgaben gemerkt, dass sie auch immer kaputt ist, nicht mehr da ist. Das war scheiße, deswegen haben wir nach dem Rennen noch ein Rennen, dann war es erstmal mit dem Online-Modus grob sieht. Dann habe ich eine Frage. Wie fandet ihr das erste Trackmania Turbo Video? Fandet ihr es gut geschnitten oder nicht so? Soll ich da gucken, ob ich da noch was besser, ob ich das noch besser hinkriege? Schreibt in die Kommentare. Viele fanden auch den Minecraft Bedrock Part mit 19. Platz mit Ockrum und Crafting TV ganz gut. Der hat mir auch sehr viel. Hat mich auch sehr gefreut. Auf jeden Fall will ich jetzt versuchen, mehr Hintergrundmusik mal einzufügen. Gefällt mir. Fuck. Ja. Und jetzt will ich noch so sagen, Videos. Videos kommen, keine Ahnung, sie können jeden Tag kommen. Am Wochenende werden wahrscheinlich hoffentlich immer mehr Videos kommen, ein bisschen, weil ich da mehr Zeit zum Aufnehmen habe. Und noch mehr Zeit zum Schneiden. Und in der Woche ist es halt ein bisschen schwierig mit Schule und so. Und in den Ferien, die ja bei mir bald wieder sind. Okay, nächsten Monat. Boah. Auf jeden Fall, heute kommt Trackmania Turbo. Als nächstes kommt der GTA. Das wird immer so sein. Egal wann das Video kommt. Das wird immer in dieser Reihenfolge sein. Nur um das grob zu sagen. Ja. Und wenn die Hintergrundmusik eingefügt ist, kann ich mal sagen, was ihr davon haltet. Wow, am Ende des Videos habe ich noch was zu sagen. Also wer bis dann noch schaut, wird es mitkriegen, wenn ich nicht glaubt. Der wird es dann erst später irgendwann erfahren. Und mal sehen, was wir jetzt machen können. Da oben seht ihr wie meine Zeit im Gegensatz zu den anderen, also auf welchem Platz ich im Gegensatz zu den, auf welchem Platz ich bei dem Rennen bin. Also kommt es halt auf die Zeit an, nicht darauf, wie viel der Mann, ob man jetzt vor oder hinter den ganzen anderen ist. Nur die Zeit spielt hier eine Rolle. Und das war blöd. Und der Linksdrift. Oder auch nicht. Oh ja, geil, hoffen. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch mit Drehung ein bisschen Fußschub.
Backflip. Wir hin. Nein, schade eigentlich, aber na gut. Mein Tor wird wahrscheinlich immer alleine kommen von mir, da geil. Ich jemanden zum Aufnehmen habe. Ganz einfach. Ach, na toll, jetzt bin ich schon wieder hier. Irgendwie klappt es heute nicht so. Auf jeden Fall. Oh, ich will mal sehen, was ich hier mitbekomme. Cool. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nichts Wichtiges. Nur hoffentlich schaffen wir das. Ah, ich habe wahrscheinlich nicht. Wenn ihr mal irgendwas Spezielles sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich gucken, dass ich das beim nächsten Mal beachte. Also, dass ich das beim nächsten Mal in den Part bringe. Schaffe ich das? Ich muss den Winkel perfekt kriegen. Nein! Aber es hat doch funktioniert. Ja! Wo ist das Ziel? Immer schön Hallo sagen. Hui. Ja, okay. Das Turbo, den Turbo und jetzt geht's los. Flip. Ich finde den Online-Modus eigentlich ganz cool, vor allem hier beim Canyon, wie gesagt. Wegen der Drift, wegen der Flugsache hier und so. Nein! Das darf doch nie wahr sein. Das darf doch nie wahr sein. Nein. Achtzehnter. Naja. Steigert sich noch. Was haltet ihr vom Online-Modus? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr selber Trickmania habt, könnt ihr es mir doch auch gerne schreiben. Könnt mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Und dann können wir mal zusammen zocken. So, nee. Wenigstens noch geschafft. Das ist das Ziel. Geschafft. Wir sind älter. Woo! Und wir haben 5 Minuten gebraucht. Geile Scheiße. Und dann würde ich sagen, will ich noch etwas ansprechen, wer das Video bis hier geguckt hat. Wir bewegen uns langsam.
Wir bewegen uns langsam auf die 50 Abonnenten zu. Dafür schon mal ein riesen Dankeschön. Und als 50 Abonnenten, wenn ich 50 Abonnenten geknackt habe, will ich auch noch ein Special machen. Aber es ist ein Geheimnis, das werde ich nicht verraten. Und wenn ich mal Ideen für ein Special brauche, werde ich es sagen, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber wer das Video bis hierhin geschaut hat, der kann es auch in die Kommentare schreiben, weil ich weiß, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst auch eine positive Bewertung da. Ihr könnt mich gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, das war's mit Nathan Swiss. Macht's gut. Ciao.